Gut, beim Märchenerzählen ist natürlich nicht nur die mentale Verfassung eine Voraussetzung, sondern auch der Beruf des Märchenerzählers spielt eine entscheidende Rolle. Wenn der Märchenerzähler zum Beispiel Fußballreporter ist, dann klingt Hänsel und Gretel ein bisschen anders. Ja, herzlich willkommen, trotz ungünstigster Witterungsbedingungen im Märchenwald. Es ist finster und bitterkalt. Sind die Betten des Müngersdorfer Kinderzimmers bis auf den letzten Platz gefüllt. Und die Gebrüder Grimm geben das Märchen frei. Hänsel und Gretel laufen durch den Wald. Das Ganze wirkt im Moment noch ein wenig planlos. Ja, sie müssen jetzt erstmal zu dem Weg finden. Da kommen sie an eine Kreuzung und verlaufen. Das hätte nicht passieren dürfen. Nicht so früh, Märchen. Da hat Hänsel nicht aufgepasst. Aber jetzt forcieren sie wieder das Tempo. Sind noch gut 25, 30 Meter bis zum gegnerischen Pfefferkuchen aus. Und da jetzt vielleicht eine Möglichkeit. Und Hänsel knabbert am Pfosten. Das war ganz knapp. Und Glück für die Hexe, dass hier nicht mehr passiert ist. Aber vielleicht rüttelt sie das ja wach. Jawohl, die Hexe startet nun den Gegenangriff. Mit einer fantastischen Finte sperrt sie Hänsel in den Stall. Ja, da stellt sie ihre gesamte Routine unter Beweis. Und jetzt Powerplay der Hexe. Absolut konsequent wählt sie ihre taktische Marschrichtung bei. Ich weiß nicht, wie lange Hänsel diesem Druck noch standhalten kann. Doch da anstelle seines Fingers gibt er den Knochen. Das war jetzt schon der vierte Knochen in dieser Saison. Und die Hexe muss langsam aufpassen, wenn sie im nächsten Märchen noch dabei sein will. So, jetzt ein Entlastungsangriff von Gretel. Hat die Hexe in der Nähe des Ofens. Die Hexe unkonzentriert, vernachlässigt ihre Deckung. Jetzt vielleicht die Möglichkeit für Gretel zum Schubs. Gretel schubst, die Hexe landet im Ofen und ist tot, 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 tot. Fantastischer Tod, meine Damen und Herren. Da kommt Gretel bis dahin in diesem Märchen eine einzige Enttäuschung mit einem absoluten Sonntagsschubs. Und aus, aus, das Märchen ist aus. Sieg für Hänsel und Gretel, nicht unverdient, aber aufgrund der optischen Überlegenheit der Hexe letztendlich doch glücklich. Aber wenn die Geschwister auf dem Schwung diese letzten Minuten aufbauen, dann haben sie die allerbesten Chancen, dann leben sie noch heute. Das war's aus dem Märchenwald, zurück ins Kinderzimmer.